Thanks for coming back. Was kann man denn hier so machen? Beats me. Santa Monica is dead. I don't know why anyone comes out here anymore. Mhm. All right, here's what we got today. Ja, die kann ich hier auch nicht. Fein Rolf Toten. Kann ich die kann ich da irgendwas? Ja, ich möchte das kaufen. Einschaltknopf mit Metallgehäuse, Dose, Freund, Computerchip, magischer Elektro. Setzt Recherche auf mindestens Stufe 2 voraus, ja. Super. Bringt mich also auch nicht weiter. Toll. Toll, toll, toll. Toll, hat auch keinen wirklichen Wert. Ja, genau, verkaufe ich. $11. Na gut. Say, wie komme ich zum Hintereingang? Hilft mir das vielleicht irgendwie? Gibt es hier sonst wirklich nichts? Nee. Also das mit der Kautionsgutschrift ist ja schon doof. Andererseits, hier gab es so eine Bank. Natürlich, oh, ich Idiot. Ich bin doch so bescheuert. Und ich wette, ich habe schon... Oh, nein, da wollte ich nicht lang. 27.000 Kommentare von aufmerksamen Zuschauern, die dann gesagt haben, oh, du Idiot. Oder, ey, du. Ich habe ja doch sehr nette Zuschauer. Ey, du, du hast da was vergessen. Da gibt's doch so eine Bank. Hier nicht. Geh doch da mal gucken. Da stellt jemand Kautionen aus. Wenn ihr jetzt noch wisst, wo die war. Irgendwo hier. Smoke Shop. Nicht wirklich, nein. Steiner, bla. Foxy Boxes, was ist das überhaupt? Ach ja, immer noch zu. Irgendwie jedes Mal, wenn ich daran vorbeirenne, habe ich vergessen, dass das Ding zu ist. Hab's. Ich glaube, da sind wir jetzt richtig. Hey there, what can I do you for? If you're new to town or just new to this whole radio, bail bonding? What do you want to know? The only girl who will spend the night with you and me first thing in the morning, guaranteed. Of course, goes with the business. Then you sink the bounty hunter on him. Okay. Muss ein interessanter Beruf sein, ja? You betcha. I used to do some bounty hunting myself back in the day. Takes a solid set of brass balls to make a good bounty hunter, I'll tell you that much. Okay. Sagt der jetzige denn was? His name's Carson, and he's great at what he does when he wants to do it. I can't seem to find him now, though. He's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone. Finden Sie keinen anderen? Well, I don't feel right cutting Carson loose just yet. We go way back. I knew his father, too. Tell you what, since I'm stuck here, why don't you go look for him? Just real quick. I'll pay you for your time. Oh, natürlich. Wo soll ich suchen? Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card, that'll let you in. Danke. Ja. Deshalb Kilpatrick, ich weiß, dass er krank ist. Der Arthur. Okay, ja, Rolf. Nee, Moment. Wie ist der Kerl jetzt? Rolf tot oder so, ne? Der hat doch so einen urig blöden Namen. Rolf Toten.
Sind die nach vor oder nach Nachnamen? Versuchen wir es mal N bis R. Nein. Dann müssten wir S bis Z nehmen. Toten, Rolf. Da ist er doch. Aha, am 2. Okay. Legale Anwanderung, Fall 6-6-3-3-2-1. Kautionsbetrag 15.000. Kautionsartig, ein Auto. C.A. Gaikoni. Okay. Hinweis. Geh wieder nach Deutschland, Kumpel. Wir nehmen hier keine Euros. Ich fühle mich jetzt irgendwie... Okay, alles klar, danke. Das war doch erfolgreich. War das Pling jetzt gerade in meinem System oder war das, gehört das zum Spiel? Aber ich wollte jetzt in mein Logbuch gucken. Wenn Sie das hier ankommen, Santa Monica Suites, Apartment 1, dünnes Blut, Sie haben Hundem entdeckt. Sein Auto ist ein roter Lightning-Bird, Nummernschild Gaikoni. Vielleicht sollten Sie nach diesem Auto suchen. Okay, wenn ich ein rotes Auto sehe im Parkhaus oder Santa Monica Suites finde. Habe ich hier eigentlich eine Karte? Na, nicht, wenn ich M aufrufe. Kann ja alles so schwer nicht sein. Muss ja rot sein. Und ein Nummernschild haben. Da ist ein rotes Auto. Mit Nummernschild. Gaikoni? Ja. Auto gefunden. Es ist jetzt. Tagebuch. Die verkohlten Überreste. Falsches Tagebuch. Es scheint das Tagebuch einer Frau zu sein. Ja, ja, sehr gut. Ich habe einen Typen beim Asylum getroffen. Oh mein Gott, er ist so schön. Sein Name ist Rolf. Er kommt aus Deutschland. Warum heißt eigentlich Rolf Toten? Also bitte. Europäischer Name. Einfach klasse im Vergleich zu langweiligen Kalifornien. Ja, ich weiß. Er will mich morgen Abend treffen. Ich frage mich, ob er reich ist. Er sieht reich aus. Ich gehe morgen shoppen und suche mir irgendwas, worin ich nicht wie eine dicke, fette Sau sehe. Ah, okay. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Ich glaube, das mit Rolf wird eine ernstere Sache. Er hat gesagt, er will mir nächste Woche etwas ganz Besonderes schenken. Und wenn es das ist, was ich denke, ist es auch echt an der Zeit. Ich dachte, Europäer wären in solchen Sachen nicht so verklemmt. Ich meine, wie viel Zeit liegt dazwischen? Ja, toll. Monat. Nicht mal. Ich bin heute um 20 Uhr aufgewacht. Das an sich ist ja schon seltsam. Ist es? Aber noch dazu kann ich mich nicht daran erinnern, gestern Abend ins Bett gegangen zu sein. Eigentlich erinnere ich mich an gar nichts seit letzten Samstagabend, als Rolf hier war. Ich bin schon wieder spät wach geworden. Seit 4 Tagen habe ich nichts gegessen. Ich frage mich, was mit mir nicht stimmt. Rolf ist gestern Abend vorbeigekommen. Er meinte, ich habe deshalb nichts gegessen, weil ich Blut brauche. Er sagt, das sei alles, was ich derzeit essen könnte. Ich würde keinen Hunger mehr verspüren, wenn ich welches trinke. Er hat einen Beutel von der hiesigen Blutbank dabei. Ich habe mich geweigert, aber vergeblich. Was passiert mit mir? Rolf meint, er müsse bald gehen. Leute würden versuchen, ihn aus dem Land zu zwingen. Er hat nichts davon erwähnt, mich mitzunehmen. Toll. Ich musste Rolf heute aus dem Gefängnis freikaufen. Er wurde verhaftet, weil sein Visum abgelaufen war. Ihm stand die Angst ins Gesicht. Befürchte, er wird bald weg sein. Seit Rolf freigekauft habe, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich dachte, ich würde ihm etwas bedeuten. Warum hat er mir das angetan? Ich habe bis 5 Uhr morgens mit diesem Typen geredet, den ich im Surfside kennengelernt habe. Als ich ihm gesagt habe, dass ich gehen müsse, habe ich mich wie Aschenputtel gefühlt. Er war wie mein Prinz. Ein Prinz. Ich habe den Typen vom Surfside wieder getroffen. Er hat keine Ahnung, was ich bin. Ich habe den Typen vom Surfside gestern Abend in meine Wohnung geschleppt. Er meinte, er würde in ein paar Tagen zurück nach Australien gehen.
jetzt, da das Turnier zu Ende geht. Ich will nicht, dass er geht. Ich habe noch nie solche Gefühle für jemanden gehabt, nicht einmal für Rolf. Er hat mich gestern Abend geküsst und ich konnte mich nicht davon abhalten, ihm in den Hals zu beißen, aber ich habe zu viel getrunken und ihm mein Blut gegeben, um ihn zu retten. Als ich ihm das alles erklärte, meinte er, wollte mich nie wiedersehen. Was habe ich nur getan? Seit dem Abend mit E konnte ich nicht mehr trinken. Ich habe Angst davor, was jetzt passiert. Ich erinnere mich, dass Rolf Blut von der Blutbank mitgebracht hatte. Vielleicht kann ich mich da reinschleichen, ein paar Beutel schnappen und abhauen, bevor mich jemand erwischt. Und das war der letzte Eintrag. Weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ja, ist ja gut. Ich brech mal wieder da ein. Mein Gott. Rinnen in eine Blutbank, raus aus der Blutbank. Langsam wird's lächerlich. Ich werde der Stammgast. Die bauen ein Drehkreuz für mich ein. Mann, 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 Mann. Okay, ich schaue nachher nochmal wegen meiner Belohnung nach. Ich habe immer noch keine neuen Erfahrungspunkte. Oh, ich habe 4. Das ist für Waffenlos und für Nahkampf. Mist. Geschick, Schlösser knacken, schleichen. Toll. Kosten 4. Damit kann ich auch Sinneswahrnehmung, die ich brauche, um eine Nachforschung und... Oh Mann, oh. Mäh. Boah, habe ich nicht eigentlich noch ein paar mehr Disziplinen, fällt mir dabei jetzt mal ein, so. Oder kann ich meine Geistesschärfe, Verteidigung und Hacken. Und, Bravi. Nicht so viele Erscheinungsbild. Normalerweise bringt mir da Verführen nicht viel. Aber Verführen und Überreden sind wir sowieso gerade ganz gut. Widerstand, Absorption, ja, Schlagschaden, toll. Tödlicher Schaden. Schwer heilbaren Schaden. Dagegen kann ich nichts machen. Schlagschaden. Durch Kugeln und stumpfe Waffen. Okay. Schaden durch Klingenwaffen zu ignorieren. Aha. Durch Kugeln und stumpfe Waffen. Widerstand kostet 4. Erhöht. Hat uns schon mal weitergebracht. So, Blutbank wollte ich ja jetzt schon wieder. Ich werde da irre, so irgendwann. Es muss sich hier an euren Sicherheitsdingern was ändern. Ach nee, das war das Heatherline, das wir gerettet haben. Der wird doch E-Mail dazu haben, denke ich doch. Ja. Was? Keine E-Mails? Man sollte doch meinen, die müssten das wissen, wenn dann Sicherheitsverbot-Dings. Andererseits, vielleicht ist sie nicht bemerkt worden und unser Kumpel da unten, der da so rumsteht und uns Geld Zeug verkaufen will, weiß was.